Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das Samsung GQ55Q60BAU-XZG Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 Hertz. 100% Farbvolumen. Die Quantum Dot Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben, nahezu ohne Farbverlust. Quantum Prozessor Lite 4K. Der leistungsstarke Samsung Prozessor bietet ein eindrucksvolles Seherlebnis in vielerlei Hinsicht. Leistungsfähiges 4K Upscaling sorgt dafür, dass du viele deiner Lieblingsinhalte in 4K-Auflösung erleben kannst. Dual-LED. Die integrierte Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen optimalen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit die Farben optimal an die TV-Inhalte anpassen. Freu dich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis. Motion Accelerator. Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 15,8 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 123,21 cm in der Breite, 70,83 cm in der Höhe und 2,57 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Es ist außerdem Energy Star und ROS zertifiziert. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 107 Kilowattstunden pro Jahr. Air Slim Design. Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich Anschlüsse. Zweimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, dreimal HDMI 2.0, einmal Satellite In, F-Type Female, einmal AV Composite In, Video plus LR, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna RF Female, einmal CI plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless DeX. Smart Things. Lass dein Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-Kamera-IoT-Smart-Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ERC an den Fernseher angeschlossen werden. Object Tracking Sound Lite, OTS Lite, virtueller 3D Surround Sound lässt dich den Sound nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 6.5 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden
und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien, Medien, Spiele und Hintergründe, optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die Fernbedienung ist nichts für ältere Menschen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Schlichtes Design. Brillanz der Farben ist gut. Sehr einfaches Aufstellen. Ausreichend viele Anschlüsse. Die Inbetriebnahme ist intuitiv. Der Ton ist hervorragend. Der Prozessor arbeitet schnell. Die Internetfunktionen funktionieren tadellos. Das war mein Testbericht zum Samsung GQ55Q60 BAU-XZG Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!